Hallo, ich bin der bullige Ritter und ich begrüße euch heute auf der Reichsburg Cochem. Und ich bin der Professor von der Redaktion Holtex und wir freuen uns, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben es getan, wir haben die Reichsburg Cochem gebaut und die zeigen wir euch jetzt in einem Video. Natürlich haben wir auch erstmal noch ein paar Fakten zur Burg selber, also schieß los. Sie wurde im 12. Jahrhundert an der Mosel erbaut und da steht sie bis heute noch. Was, die steht bis heute noch da? Das ist eine Burg, wo soll die denn hin? Ja, aber sie wurde im 17. Jahrhundert zerstört. Okay, okay. Und erst im 19. Jahrhundert wurde sie im neugotischen Stil im Sinne des Historismus wieder neu aufgebaut. Genau, das war doch ein Kaufmann, der die aufgebaut hat, ne? Das kann sein, ja. Ja, ja. Ich kenne seinen Namen nicht, aber ja. Irgendwer wird das schon gemacht haben. Jo. Gut. Und das genau an dieser modernen Vorlage haben wir uns so ein bisschen anhand von Fotos orientiert. Genau, wir waren selber niemals da und wir wissen auch nicht, wie die Burg von innen aussieht, genau. Es war wirklich schwierig, da Pläne von zu bekommen und so, also es war sehr vage. Deswegen haben wir innen die Räume nach eigenen Ermessen gestaltet, wie wir das so wollten, was gut gepasst hat. Und außen haben wir aber versucht, die relativ detailgetreu nachzubauen. Es gibt ein paar Stellen, die wir natürlich anders gemacht haben. Hier mehr Wiesen rein und nicht so ganz modern. Ja, ich denke, wir haben ein ganz gutes Mittelding gefunden. Genau. Zwischen diesem Neugebauten und diesem Alten. Das, ja. Wenn man ein paar Fotos sieht, dann wird man sehen, dass der Innenhof, der vordere Innenhof, zum Beispiel geteert wäre oder sowas. Ja, das wollten wir gar nicht machen. Das, gut. Ja. Im Sinne der Ästhetik haben wir dann gehandelt. Gut, treffen wir uns mal am Eingang. Genau, oder? Hier haben wir den Eingang. Sollen wir nicht einfach noch mal erst kurz zeigen, was die ganzen Gebäude sind? Also hier haben wir den Eingang, ja, also hier Eingangsgebäude, dann haben wir hier das Gästehaus, das wird euch auch erwarten. Wir haben hier die Wachstation mit den Kerker. Und Folterkammer. Und Folterkammer, genau. Und dann haben wir hier das Gesindehaus. Na, nicht für das Gesindel, sondern für das Gesinde. Genau. Dann haben wir hier noch eine Kapelle, eine kleine, eine Kirche. Die gibt's auch in jeder Burg eigentlich. Jo, und dann haben wir hier auch noch ein, das ist das Weinverkostungshaus. Hier ist dieser Weinbeauftragte der Burg. Kann man so sagen, Weinbeauftragte? In der heutigen Zeit würde man ihn wahrscheinlich Amt für alkoholische Getränke nennen. Ja. Für rote alkoholische Wände. Weiß ich nicht. So, dann haben wir hier noch die Falknerei und den Taubenschlag. Passt eigentlich gut zusammen, ne? Oh, ich nehme mal das Ei hier weg. So, hier haben wir noch ein Stall. Genau. Und dann haben wir noch das mega geile Hauptgebäude. Genau, das Hauptgebäude hat, ist ein Klumpen aus mehreren Gebäuden. Das ist wie so, als wenn du irgendwie so 20 Gebäude hast und die einfach so zusammenstopfst in so einem Knethaufen. Ja. Und dann guckt noch so ein Turm raus. Ja, da wohnt halt der König hier, sag ich mal, von der Burg. Lord. Ja, je nachdem. Die Besitztümer haben ja gewechselt. Oder der Kaufmann, der hier das gebaut hat, wohnt hier mit seiner Familie. Natürlich kann er hier auch Gäste empfangen. Und wir haben eine große Speisekammer, einen Rittersaal. Alles, was man so braucht. Gut, das jetzt erstmal zum Aufbau der Burg, damit ihr ein bisschen Bescheid wisst, wie das Ganze so aussieht, was uns erwarten wird auf unserer Reise hier durch die Burg. Ja, und wir fangen hier beim Eingang an. Wir haben diese riesige Burg unter einer Prämisse gebaut, die muss im Detail gut aussehen. Ja, es war mir ganz wichtig, dass die vom Nahen auch schön ist und maßstabsgetreu, dass man hier überall auch reingehen kann und dass man denkt hier, ach, das ist doch gemütlich hier an diesem Fleck. Hier würde ich gerne wohnen. Genau, und das in jedem, zu jeder Zeit in der Burg. Und das haben wir, glaube ich, mal ganz gut hinbekommen. Es war wirklich ein Haufen Arbeit, deswegen, ich bin echt stolz auch auf die Burg, kann man so sagen. Wir haben selbstgemachte Bäume von handgezüchtet hier vorne. Genau. Ja, gut, wir wollen jetzt auch nicht Arbeit reingesetzt. Wir wollen jetzt auch nicht um den heißen Brei reden. Gehen wir mal rein. Wir sind hier an der Eingangspforte, ne? Eingangskontrolle. Und ja, hier kann man sich dann anmelden. Hallo. Moin. Ich glaube, ich gehe einfach mal selber mit rein. Sie schon rein. Genau. So. Hier haben wir natürlich ein kleines Gewölbe, denn hier drüber ist noch ein Garten.
Und ja, das ist eigentlich nichts Besonderes, deswegen, wir gehen jetzt ein bisschen schneller hier durch. Wir haben hier einfach nur einen Tisch und ein paar Bücherregale. Hier sind ein paar Akten auch drin, denn so ein Pförtner braucht natürlich auch ein bisschen Papierkram, um zu gucken, wer hat hier Hausverbot, ne? Mhm. Der Türsteher der Burg. Jo. Ich muss gleich sagen zu dem Thema Banner. Wir haben ein paar Banner hier verwendet, auch Flaggen, die natürlich historisch passen. Wie zum Beispiel hier auch so ein Doppelkopfadler auf gelbem Grund, was so ein Kaiserzeichen sein könnte. Also es sind übliche Banner. Wie die gefärbt werden, das zeigen wir auf unserer Facebook-Seite im Detail nochmal. Oder wie man die bekommt. Denn manche bekommt man nur durch einen Kommandoblock. Und die sind trotzdem ganz cool. Das machen wir alles auf der Facebook-Seite. Es dauert ein bisschen, gibt uns Zeit. Aber dann werde ich jedes Banner da einzeln mit Bild einstellen und mit dem Befehl im Kommandoblock, wie man den bekommt oder wie man das färbt. Macht euch da also keine Sorgen. Bekommt ihr alles. Das Tor ist leider momentan starr. Da können wir jetzt nichts dran bewegen. Ist nur Zier, aber reicht ja auch immer. Aber die Tür ist echt. Gut, gehen wir mal durch. Hier kommen wir nämlich ins Tor rein. Und das muss ich auch noch mal ganz kurz sagen vorher. Diese Burg ist sehr verwinkelt und, wie kann man das sagen? So ein bisschen krumm und schief gebaut. Das ist Absicht, ne? Hier zum Beispiel haben wir so einen komischen Überhang, der nicht ganz passt. Und da haben wir eine Nische. Das gehört alles zum Design der Burg und macht das Ganze ein bisschen lebendiger. Ne? Es ist nicht alles so starr. Ne? Hier sieht man das auch kaputt. Noch mal. Ist mit Absicht so. Genau, ist mit Absicht so. Wurde ja auch auf einer Ruine erbaut. Genau. Juhu. Ja, da haben wir hier diese Seilwinde, ne? 0815 Seilwinde. Für das Tor. Und wir haben hier einen kleinen Balkon. Finde ich sehr cool. Hier schon mal. Da kann man nämlich hier runter gucken, wenn die Leute ankommen. Magst du dich mal da hinstellen? Dann zeige ich das nochmal von außen. Achso, hier auf dem Balkon? Ja. Hallo. Genau. Das ist der Bullige. Und von dem Balkon aus kommt man auch ins Wachgebäude. In so eine kleine Wachstube. Jeweils zwei Betten. Gut. Ah, ich habe mich ausgesperrt. Verdammt. So. Egal. Zwei Betten. Ja, da könnt ihr hier so ein bisschen sich ausruhen, ne? Ja. Wir haben hier noch einen kleinen Tisch. Wenn es regnet. Würfeln. Wenn es regnet, dann reicht das hier drin zu sitzen. Da braucht man nicht draußen auf der kalten Mauer rumgammeln. Ich habe die Regenbefehle noch gar nicht eingegeben. Ist nicht schlimm. Nichtsdestotrotz machen wir weiter. Ach, hier wird es erstmal nicht regnen. Er ist für lange Zeit ausgestellt. Genau. Ja, man kann natürlich noch weiter hochgehen. Ups, wir müssen uns ein bisschen hier durchkämpfen. Und hier haben wir dann die nächste Leiter. Die führt einmal in so einen kleinen Zwischenraum, der einfach nur dafür gedacht ist, dass man hier rausschießen kann. Nichts Besonderes. Und weiter hoch. Und hier sind wir dann auf dem oberen Wehrgang. Ja. Zu den Vorbesitzern könnte man mal zum Beispiel sagen, ein König Rudolf von Habsburg hat die Burg ziemlich schnell erobert sogar. Was jetzt schnell bedeutet bei einer Belagerung, das weiß ich jetzt nicht, aber es soll wohl schnell gegangen sein. Im Gegensatz dazu hat zum Beispiel ein anderer König die Burg mal an einen Bischof verpfändet, samt 50 Ortschaften. Und der Stadt Cochem auch noch. Nur um seine Königskrönung zu finanzieren. Ich glaube, der Typ, vielleicht war das nicht seine einzigste Burg. Sonst würde ich diese Burg nur ungern loswerden wollen. Oder so, irgendwo. Hier haben wir nämlich auch noch so einen kleinen. Ja, was ist das? Ein Troll, ne? Der steht hier auf der Ecke. Ja, ist halt ein Troll. Kann man hier von der Seite sich angucken. Der steht hier auf der Ecke und passt auf das Tal auf. Ich weiß nicht, was in der Mythologie das bedeutet, aber der steht auf jeden Fall wirklich da. Gut. Ja, gehen wir mal hier durch den ersten Torbogen und hier kommen wir dann zum Gästebereich. Also denkt immer dran, das ist ja auch nicht das Mittelalter, ne? Sondern wir sind hier relativ modern, also 19. Jahrhundert oder so wurde die halt wieder erbaut, 20. Jahrhundert, man weiß es nicht so. Ja. Trotzdem haben wir noch Fackeln an den Wänden. Genau. Ja,
Ist halt Minecraft. So, genau. Wir haben hier so ein Standardzimmer einfach. Ist halt wie so ein Hotelzimmer, kann man das sehen. Wir haben hier ein Bett, ein großes, einen kleinen Sitzbereich. Wir haben eine Truhe und einen Schrank. Der ist aber leer. Da kann man seine eigenen Sachen reinmachen, wenn man hier Gast ist. Ja. Das Ganze hätten wir hier nochmal und in verschiedenen Ausführungen. Nichtsdestotrotz, hier ist der Tresen. Hier können wir Gäste empfangen und bewirten. Genau, wir sind nämlich hier auch so ein bisschen im Aufenthaltsraum, kann man hier sehen. Ein Aufenthaltsraum plus Terrasse, also hier ist, kann man sich auch noch so hinschillen. Ist eigentlich auch ganz cool. Und was hinter dieser Tür ist, die ist abgeschlossen, das zeigen wir später. Denn wir zeigen erstmal das Gästehaus zu Ende. Genau. Ich finde das aber toll hier, also diese Stelle, wenn man sich hier hinsetzt, da hinten sieht man Groschis Winzer, nein, nicht ganz. Und da baut Groschi gerade einen Bauernhof, also Groschi ist hier auch noch sehr aktiv. Ja, aber es ist einfach toll. Wir machen das hier auch alles für eine lebendige Umgebung. Genau, wir beeilen uns natürlich beim Zeigen, aber wollen auch alle atmosphärischen Eindrücke irgendwo einfangen. Rauf oder runter? Rauf. Auf. Gehen wir rauf. Eine Etage höher. Das Gästehaus hier ist auch sehr eng und klein, das muss man dazu sagen. Ne? Ja, hier haben wir Zimmer wieder ein Zimmer, ebenfalls so ähnlich eingerichtet wie da unten. Ja, die sind relativ Standard, die Zimmer, ne? Ja. Haben wir hier ein größeres? Hier haben wir noch ein etwas größeres. Mit Bild. Geht's eigentlich noch weiter nach oben? Nee, ne? Nee. Aber nach unten. Aber wir haben noch eine Toilette, falls es jemanden interessiert. Sogar für Herren und Damen getrennt. Ja gut. Und dann hier kann man sich die Hände waschen. Ja, wir gehen nach unten. Wir gehen nach unten. So, hier geht eine Wendeltreppe runter. Und hier noch weiter runter. Und hier sind wir schon im Kellergewölbe. Genau. Hier befindet sich die Küche. Wir haben hier einen großen Ofen, wo Brot drin ist, in Form von Köpfen. Ja, da haben wir noch eine Arbeitsplatte. Mit Gewürzen und Löffeln und ein paar Gesseln und so. Was und hier halt immer so rumsteht. Ja, halt so ein paar Küchenutensilien sieht man hier. Warum hast du hier nochmal Bücher gemacht? Rezepte, ah, okay. Ja, hier wird halt alles so ein bisschen zubereitet, ne? Ich habe gehört, Bücherleim soll auch sehr lecker sein. Hier haben wir dann noch so ein kleines Gewürzlager und hier werden auch ein paar andere Sachen gelagert. Da wird hier mit in der Küche drin gemacht. Genau. Die Vorratskammer und wir haben hier noch ein paar Fässer. Wundert euch nicht, die Lichtbugs durch die Wand. Das ist so ein Problem vom Shader. Da können wir nichts zu. Ja. Einen kleinen Wagen, wo man die Fässer noch transportieren kann. Und hier ist auch ein Ausgang wiederum. Der führt dann hier unten hin, denn ob das jetzt so verteidigungstechnisch wirklich Sinn macht, weiß ich nicht, aber die muss ja eigentlich nicht verteidigt werden, die Burg, da die ja so spät gebaut ist und, ja, Notausgang, ne? König Rudolf wird's gefallen, denke ich mal. Ja, aber der andere, wie hieß der andere eigentlich nochmal? Das war der König von Nassau. Der es verpfändet hat, ja, genau. Der hieß König Adolf von Nassau. Adolf von Nassau, genau. Der hat das so schnell verpfändet. Ja. Tut mir leid, König Adolf von Nassau. Nur für deine Krönung. Was hat der denn für eine Party gefeiert? Echt mal. Boah. Da wäre ich gern bei gewesen. Dafür ist der Name aber ziemlich untergegangen, muss ich sagen. Ja, echt verkackt, der Junge. Aber gut. Naja, wer weiß. Wer weiß, wie die Burg da auch schon aussah, ne? Ja. Das war jetzt das Gästehaus. Ich fliege noch mal immer weiter weg, damit wir genau wissen, wo wir gerade sind. Das Gästehaus hier haben wir abgehakt. Ja? Jetzt kommen wir zur Kaserne. Also Kaserne, Wachstation, Folterkammer. Wie würdest du es nennen? Kaserne. Kann man so sagen. Kommandatur. Ne? Kommandatur. Dann Tour. Mit N. Obwohl, der Kommander ist ja eigentlich woanders. Egal. Wir gehen einfach mal rein. Genau. So, was uns direkt auffällt, ist, wir sind im Aufenthaltsraum. Hier ist ein riesiger Tisch, wo unsere Wachen schön speisen können auch.
Die Küche haben wir ja nebenan. Das ist ja kein Problem. Die kriegen das hier auch mit, das Essen. Und wir haben dann hier unten direkt die Waffenkammer. Hier stehen dann ein paar Rüstungen rum. Können sie sich ankleiden. Und sonstiges, sonstige Utensilien noch. Ne? Ja. Nur Schwerter haben wir nicht aufgehangen. Warum haben wir hier keine Schwerter hängen? Die sind in den Kisten. Okay. Ach, hier in der großen, ne? Die sind sowieso Gewehre heutzutage. Einfach so. Sind stackbar. Die sind stackbar. Ja, gut. So, dann gehen wir erst nach oben, oder? Ja, okay. Machen wir das Langweilige zuerst. Das Langweilige zuerst. Gleich wird's spannend, ne? Ja, hier oben sind nämlich einfach die Schlafgemächer, genau. Hier, die Schlafsaal. Hier können sie dann pennen und sich während der Wache dann ablösen. Genau, wir haben hier versucht, so viele Betten wie möglich unterzubringen, dass das auch noch gut aussieht. Die schlafen hier alle in einem Raum. Hier, dieser Raum, das ist der Turm. Der wird hauptsächlich durchlaufen. Wo bist du hin? Im Kommandoraum war ich noch. Oder im. Oh, das zeigen wir gleich. Ja. Das zeigen wir gleich. Wir müssen doch erstmal noch das Wichtigste hier eigentlich zeigen, oder? Am Ende des Gangs. Die Toilette? Die Toilette. Das Scheißhaus befindet sich hier am Turm. Ja, da kann man dann runterkötteln. Ja, warte, ich mach mal die Tür zu und jetzt kannst du loslegen. Nein. ich mach die Tür wieder auf und geh raus. Du hast vorher gesagt, das hat einen guten Luftabzug hier. Ja, hier Turm. Kann man. Also, ja. Guck mal, machst du ein Fenster auf. Brauchst du sogar mit Ausblick. Brauchst auch keinen. Genau, du hattest gesagt, ein Scheißhaus mit Ausblick, aber richtig gut. Nur nach hinten gucken ist nicht so gut. Ja, im Stehen pinkeln. Ja. Naja, sehr interessant. Wir wollen uns jetzt auch nicht zu lange bei dem Scheißhaus aufhalten. Genau. Es geht noch einmal kurz nach oben, da springe ich noch einmal rein. Hier ist nichts Besonderes. Da ist der Turm. Ja, man kann hier, in Minecraft kann man recht wenig sehen, aber wenn man sich vorstellt, wie man sich hier auch so ein bisschen rausbeugen kann, kann man hier ein bisschen was sehen. Wir haben hier extra nichts reingestellt, damit man sich hier frei bewegen kann. Extra, genau. Ja. Hier geht noch eine Treppe nach oben. Und hier wolltest du gerade schon rein? Nee, aber ich habe mich gefragt, wo die Treppe nochmal hingeht. Ja, hier ist das kleine Kommandantenzimmer. Sehr spartanisch eingerichtet. Der hat ein Bett hier unter der Schräge. Da muss der aufpassen, dass er sich nicht in den Kopf stößt. Und ein Schrank. Nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Das ist ja auch nicht der Kommandant wirklich, sondern das ist vielleicht der Anführer. Der braucht nicht groß ein Büro haben oder Bücher. Der macht vielleicht die Stundenpläne. Deswegen ist er so unbeliebt. Deswegen kriegt er seinen eigenen Raum hier. Ups, ich habe da jetzt das aufgemacht. Ja, und da hat er aber noch einen kleinen Balkon. Bisschen Luxus. Nichtsdestotrotz, gehen wir mal weiter. Ich komme runter, ja. Endlich geht's auf in die Folterkammer. Nach dir. Hier haben wir den kleinen Kerker und die Folterkammer. Ja. Also, fangen wir mit dem Kerker an, ne? Mit den Zellen. Ja. Mit den schönen Zellen. Der Hebel öffnet die Tür. Zellen an sich sind schön ausstaffiert. Ja, wir haben hier zum einen Haken an der Wand, wo einer dran gekettet werden kann. Und wo stehst du da gerade drin? In der Jauchegrube mal wieder. Hier ist Gefangener zu sein ist doch eigentlich nicht schwer. Hier ist der Nachttopf. Und was ist hier? Hier ist die Jauche. Die Jauche muss doch da rein. Ja, eigentlich kann ich sogar hier in der Rille. Wir haben hier so einen Abfluss hier sogar. Also das ist mal was Neues hier, was wir verwendet haben. Das ist fürs Waterboarding. Das ist was ganz Neues. Nee, passt schon. Wir haben hier auf jeden Fall einen Abfluss sogar in jede Zelle. Richtig cool, da können die Ratten rein und raus rennen. Ja, die Zellen sind alle eigentlich gleich aufgebaut, ne? Ein bisschen Stroh auf dem Boden, nichts Besonderes und sehr düster. Oh, ich liebe die Atmosphäre hier auch, das muss ich einfach mal sagen. Und wir haben hier dann auch direkt noch einen Abfluss. Da weißt du im Übrigen, wo deine Jauche hingegangen ist, wenn du da mal reinguckst. Ja, und natürlich noch die Folterkammer, ne? Eine kleine Folterkammer. Hier direkt vor den Zellen, macht das eigentlich Sinn? Wird er dadurch gestärkt, dass der Angst hat, der darf keinen verraten? Oder
haben die anderen dann mehr Angst. Die anderen, denke ich mal, haben dann mehr Angst, wenn die sehen, wie da einer stirbt und dann kommt der nächste dran. Finde ich wesentlich schlimmer, als wenn von mir aus seine Kameraden zugucken. Oh, was haben wir hier für Folterwerkzeuge? Scheren, Äxte. Hier kann man aufgehangen werden. Also nicht erhängt, sondern hingehangen und bearbeitet werden. Oh, ja. Und einen Amboss haben wir auch noch. Also es sieht schon böse aus. Es ist so eine kleine Mini-Folterkammer. Ich habe die auch irgendwo auf dem Bild gesehen und in etwa so nachgebaut, weil ich die so toll fand. Also die gibt's auch in echt so. Nichts, also müssen nicht immer 1000 Foltergeräte drinstehen, eine Streckbank. Es reicht auch manchmal, wenn man eine Schere hat. Ja, das stimmt. Gut, dann geht's wieder raus. Und hier beenden wir auch unser erstes Video. Wie es mit der Burg weitergeht, das seht ihr in dem nächsten Video. Bleibt auf jeden Fall dran und denkt dran, beim letzten Video gibt's auch den Download. Und es ist so spannend. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Auf Wiederschauen. We'll be right back.